Ich war völlig unbedarft und habe dann eben während des Wettkampfes meinen Namen hochwachsen sehen oder hochsteigen sehen auf der Tafel, auf der Anzeigetafel, und habe ich mich eben gefragt, in welchem Film bist du denn jetzt? Man ist da eigentlich völlig ratlos und es ist unbegreiflich und man begreift das eben erst viel, viel später. Die Spiele waren von der Stimmung her optimal, super, toll. Ich habe das in nachfolgenden Spielen nicht so erlebt. Das war für mich auch ein Heimspiel, deswegen war das sehr, sehr emotional. Ja, das war eine Stimmung von Himmel und Herzen zu Tode betrübt. Die Stimmung wurde zerstört oder war damals dann eben danach anders und nicht mehr so ausschweifend. Draußen wurde die Spielstraße abgebaut und vielleicht hat man die Farblichkeit nicht mehr so empfunden. Aber die Spiele gingen weiter und ich glaube, es ist auch gut, dass sie nicht abgesagt wurden. Im Nachhinein gesehen ist es doch so, dass die Menschen immer noch an das Schöne denken, und ich erwähne dann, wenn mein Olympiasieg von 72 erwähnt wird, rede ich auch immer mit über das Attentat. Das gehört für mich unbedingt dazu. Das war eine sehr interessante Jugendzeit für mich. Mit 28 habe ich vor dem Höhepunkt, das ist auch nicht jedem vergönnt, meine sportliche Karriere beenden können. Und klar, ich hatte danach, war ich immer noch die Hochspringerin manchmal in der Rolle der Hochspringerin. Ich wurde dann zwar auch Ehefrau und Mutter und war berufstätig, aber diese Rolle kam immer wieder zum Vorschein und ich übernehme sie auch immer noch gerne. Das IOC muss aufpassen, dass die Olympia-Ausrichter sympathisch sind. Und das ist in Zukunft wichtig, und dass eben auch die Anlagen und die Sportanlagen später noch genutzt werden können. Da ist München wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.